Der Profi geht, die Gäste kommen. Hey! Mike! Hey, was machst du hier? Was mache ich hier? Das ist mein Leben hier. Das Dein ist Lokal, Alfredo. Okay. Ja. Aber wir gehen doch gar nicht zu dir heute. Nee, wir sind jetzt bei einem direkten Nachbar. Okay. Ah, schau das an. Die sind ja, also jetzt klärt sich einiges. Das sind Lokalnachbarn, ne? Lustig, habe ich gar nicht gesehen. Muss irgendwo in der Seitenstraße dann daneben sein. Auf jeden Fall übermorgen bin ich bei dir, Alfredo. Klingt nach einem Lokalderby, oder Alfredo? Also Mentor ist mein direkter Nachbar und mit dem tun wir natürlich alles Mögliche tauschen, wenn uns etwas fehlt, eine Pizza oder ein Mehl oder ein Butter. Passiert immer wieder praktisch in der Gastronomie. Und wenn wir eine gute Zusammenarbeit hat, kann man Pluspunkte machen. Aber natürlich bin ich der Beste, gell? Ich bin der Beste. Sonst gute Nachbarn, aber nicht im Wettkampfmodus. Michaela und Marco komplettieren die Reutlinger Truppe. Dann mal rein in die gute Stube. Der Gastgeber wartet schon. Wir sind hier in Reutlingen, in Lenore. Lenore bedeutet die Ehre. Und mir ist eine Ehre, die vier von meinen Kochkünsten zu überzeugen. Mentors Ziel ist klar gesteckt. Jetzt gilt es, die Gäste zu überzeugen. Also ich denke, von der Einrichtung her, das ist ja wirklich wunderschön gemacht. Eingedeckte Tische, ja, diese goldenen Lampen, diese Bar, Holz, sehr modern. Schön gemacht. Da erwarte ich eine gehobene Küche. Die Erwartungshaltung ist automatisch da, wenn man da hineingeht. Es ist ein wirklich sehr, sehr schöner, zeitgemäßer Italiener. Also ganz toll. Dann muss Mentor jetzt erstmal die Speisekarten an den Mann und die Frau bringen. Ja, habt ihr ein Plätzle gefunden jetzt? Ja, super. Freut mich, dann geben wir euch die Speisekarten. Fangen wir an, Ladies First an, oder? Ja, bitteschön. Dankeschön. Ich würde nichts anderes annehmen. Einmal die Bestellungen bitte, liebe Reutlinger. Hier ist hoffentlich für jeden was dabei. Mille grazie, Alfredo. Veramente buon. Bei der Vorbereitung der Vorspeise bekommt Küchenchef Fabio Unterstützung von Michaela. Grüß dich, alles klar? Bringt dir jemand mit? Michaela, hallo, Fabio. Schön dich kennenzulernen. Ja. Also wir machen heute Vitello Tonnato. Ja. Der macht frische Vitello Tonnato Soße mit frischer Mayonnaise. Und dann zeigt er auch, wir machen unsere Vitello Tonnato aus der Kalbsoberschale. Kalbsoberschale für ein Kalbstafelspitz ist für mich auch völlig in Ordnung. Wichtig ist einfach, dass dieser Garprozess im Vorhinein auf den Punkt passiert, dann runterkühlen und dann muss er, so, also das Fleisch muss schon zartrosa innen bleiben. Ne? Und das macht er jetzt für uns. Erstmal die Soße und dann zeigt er auch, wie den Fleisch macht und alles. Mit frischer Mayo. Mit frischer Mayo. Das heißt übrigens nicht mit frischer Mayo, das heißt mit frischer Mayo. Und die macht der Küchenchef auch als erstes. Eine Zutat fällt dabei besonders ins Auge. Ist das nicht ein bisschen viel Senf, Fabio? Wie meinst du das? Nee, ist gut. Michaela bemerkt ein anderes Detail. Offenbar geht dem Lenore alles Pi mal Daumen. Mentor. Ja? Ihr macht ja alles nach Gefühl, oder? Das ist kein Rezept, das ist von deinem Ermessen und so. Macht das nach Gefühl, gell? Der Fabio macht das nach Gefühl, aber das schmeckt dann. Es gibt ja nun viele Italiener und es gibt viel Vitello Tonnato. Und Fabio macht hier sein eigenes Rezept, seine eigene Zusammenstellung. Also wo Orangenschalen, Zitronenschalen und also sein eigenes Ding hier. Und das finde ich ganz toll, das habe ich auch erwartet. Jetzt steht erstmal das Fleisch im Mittelpunkt des Interesses. Fabio, das ist jetzt die Kalbsoberschale. Ja. Also schön, schönes Stück. Ja, ist Milchkalb hell? Milchkalb hell, ne? Aufhorchen. Ne? Das ist ja auch witzig, ne? Was da jetzt so passiert. Ne? Weil manches Mal sagt man ja Milchkalb rosa. Ne? Das geht ja um die Bewegung eines Tieres, ne? Oder? Darf es draußen sein? Kann es sich bewegen? Je mehr Bewegung, je mehr bildet sich. Wie heißt der Stoff aus der Regie? Hämoglobin. Hämoglobin, genau. Und dann ist einfach der Farbunterschied da. Dann bekommt das Fleisch noch eine Abreibung mit Salz, Pfeffer und Olivenöl. Und Öl noch drüber. Olivenöl. Ein bisschen massagieren. Massagieren. Ah. Ist auch geil, ne? Der Duft von Orangen und Rosmarin katapultiert Michaela auf direktem Weg nach Bella Italia. Sind wir wirklich in Reutlingen, nicht in Italien? Das kommt mir so vor jetzt, da mit den Kräutern und alles. Toll. Der macht handfrei. Also Kombination. Mhm. So, rote Farbe, Vanille, ein bisschen Wein, ein Bago. Und jetzt Wasser und lass langsam kochen. Ja,
Und alles ohne Plastiktütchen. Siehst du? Ne, da, ich glaube, wir Köche sollten jetzt einfach da auch mal ab und zu drüber nachdenken. Es geht schon auch das Althergebrachte ganz, ganz, ganz oft. Ne? Während das Fleisch im Ofen ruht, kann der Gastgeber schon den ersten Gang servieren. Die Vorspeise macht auf jeden Fall optisch schon einiges her. Alfredo läutet mit Crudo di Mare, also frischem rohen Fisch und Meeresfrüchten, sein Menü ein. Super frisch. Wir haben die Austern ein bisschen mit Salz probiert und die zögern sich noch. Und das ist für mich Frischware. Basta. Die zögern sich noch. Also, ich finde die Bezeichnung sehr geil. Also, schön, schön. Also, eine Auster frisch, die muss prall sein, die muss fleischig sein. Und wenn du raufbeißt, hast du das Gefühl, sie weigert sich und sie will eigentlich noch nicht gegessen werden. Und deswegen die Bezeichnung, sie zögert sich noch. Herrlich. Dann haben wir hier einen Schwertfisch. Ist das sehr gut eingerichtet, da brauchst du echt nichts mehr. Komplett von Salz, Pfeffer abgestimmt, die rote Beete. Schmecken auch knackig, nicht zu durch, also perfekt. Die getrocknete Tomate geben das Bissige, das war gut gewürzt. Da waren praktisch diese Orangen, das kurze, wo ein bisschen dieses Bittere gegeben haben. Dieses gute Pesto, was die rein gehabt haben. Und dabei diese getrocknete Tomate, die geben dir ein bisschen diese kleine Säure, diese feine Säure dazu. Perfekt, perfekt. Geil. Das muss eine 10 sein, schätze ich dann. Zumindest eine 9. Lust auf flüssig hat Mike. Er hat die Tomatencremesuppe mit Burrata-Schaum, Basilikum und Ciabatta geordert. Schmeckt's denn? Also, die Tomatencremesuppe ist cremig, wie der Name schon sagt. Sie hat eine gute Konsistenz. Die Konsistenz ist ein Ticken zu geschlossen, zu dicht, zu cremig fast, aus meinem Verständnis heraus. Und müsste sie ein klein bisschen flüssiger sein. Das Salz-Pfeffer-Abschmeckung von der Tomatensuppe, die ist prima für mich. Ja, also ich würde jetzt überhaupt nichts nachwürzen. Das ist wunderbar. Sie hat super tomatisch geschmeckt, was man ja letztendlich von der Tomatensuppe auch verlangt. Der Burrata-Schaum ist also Büffelmozzarella, der wird dann schaumig geschlagen oder cremig. Und das schmeckt man auch. Der Burrata-Schaum, denke ich mir mal, war für die Suppe ein Namensgeber. Es hätte für mich jetzt auch ein Spritzer frische Sahne sein können. Das habe ich also jetzt nicht direkt gemerkt, dass es Burrata ist. Ja, also man merkt das schon. Also eine frische Burrata hat so eine unglaubliche Cremigkeit und diese tolle Frische von der Milch. So, das merkt man dann schon. Ich finde die Idee gut. Ich würde das nicht kritisieren. Bei der Zubereitung durfte Michaela schon zuschauen. Jetzt darf sie endlich ihr Vitello Tonnato genießen. So, hier haben wir das Vitello Tonnato. Na, das ist doch modern, schön angerichtet. Fleisch schaut auch schön rosa aus. Toll. Findest du es auch so toll, Michaela? Das Vitello Tonnato ist ein Traum. Schaut mal auf meinen Teller. Das ist richtig cremig mit den Sardellen. Thunfisch genau hat er auch noch reingetan. Mhm, ja. Man bräuchte fast nicht das Kalb dazu. Versteht mich nicht falsch, das Kalb ist super lecker. Meine Erwartung hat es da wirklich übertroffen. Ich habe da zugeschaut und habe mir schon gedacht, das schmeckt bestimmt sehr gut oder lecker. Aber da kann man nicht mehr lecker oder sehr gut. Das war eine Geschmacksexplosion. Das war toll. Ich hätte wirklich den Teller leer lecken können. Und ich wollte mir auch gleich was zum Abfüllen mit nach Hause nehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, was da so gesagt wird. Und da müsste Michaela einfach 10 Punkte geben. Michaela wollte ich gerade sagen. 10 Punkte geben. Und eben vorher der Alfredo auch fast. Zwei Feedbacks fehlen noch. Marco hat die Burrata San Daniele mit San Daniele-Schinken und Ciabatta gewählt. Was sagst du? Der Rucola war mir ein bisschen zu salzig, habe ich dann aber direkt probiert mit der Burrata, weil sie gar nicht behandelt war. Ja. Mhm. Normalerweise Burrata ein bisschen Salz drauf und ein bisschen Komponente, die dann ein bisschen auffrischen. Macht man ja. Hat er jetzt weggelassen. Wenn das mit Absicht gemacht hat, dann sage ich Chapeau, weil perfekt ist die Kombination mit dem salzigen, etwas zu salzig gewürzten Rucola und diesem Burrata zusammen. Und wenn das tatsächlich genauso gemeint war, wie das auf meinem Teller dann oder bei mir ankam, dann sage ich
Chapeau, wirklich super. Die Gesamtheit ist das Gemälde. Und hier absolut gewollt, dass die Burrata so frisch, wie sie ist, dort draufkommt und die anderen Komponenten die Würzung geben. Alles in allem hätte ich mir gewünscht, dass ich jetzt überrascht werde von den Einzelprodukten, die mich jetzt wirklich umhauen, wo ich sage, der Burrata schneide ich auf und es läuft raus. Und der San Daniele ist butterzart und zerschmelzt auf meiner Zunge, ohne es kauen zu müssen. Das habe ich hier nicht. Allerdings ist es auch ein ganz hoher Ansporn, den man ganz, ganz, ganz selten irgendwie kriegt. Jeder weiß von uns, das sind super schwere Produkte, die man in Deutschland einfach nicht so kaufen kann. Ich mache hier keine Abstriche deswegen. Das Ding ist gut gelungen, die Komponente, das schmeckt gut, es ist mit dem Salz gut abgestimmt. Ich finde es gut. Dann gibt es jetzt eine erste Punktetendenz für den Gastgeber. Also Mentor, bei mir bist du im Punktestand im Moment bei 8 Punkten. Was? Das kann doch nicht sein, wenn du so begeistert bist, Michaela, und gibt's nur 8 Punkte. Und was sagt Marco? Mentor, bei mir bist du im Moment eine Tendenz einer starken 8. Weiter geht's mit Alfredo. Bei mir war es so scheiße, dass ich dir eine neue Halb geben täte, aber 9. Jetzt fängen wir an mit 9. 9 Punkte von Alfredo sind bitte als Kollege, der hat ein italienisches Restaurant, der kann gar nicht anders. Das ist wie 20 Punkte einzuordnen. Ne? Und Mike? Dann doch, bei mir ist eine Suppe starke 7 Punkte. Bei der Suppe komme ich mit klar, das ist dann am Ende des Tages eine Pelati. Ja, dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Vielen Dank. Gruß an die Küche. Gruß Mike, bis gleich. Ciao, ciao. Natürlich werden wir Gas geben. Wir werden den Tendenz steigen. Und wir sind nicht zufrieden mit wenig, sondern wir müssen den vollen Punkt zahlen. Mindestens. Vor der Fabrik. 40 muss sein. Ja, natürlich. 39,5 sind wir auch zufrieden. Ja, jetzt nicht zu bescheiden werden. Noch eine kurze Besprechung, dann geht's auch schon los mit der Hauptspeise. So, hallo, Mentor. Ja, servus, Mike. Hauptgericht steht an, oder? Ja. Was lassen wir uns da machen heute? Wir machen das Saltimbocca. Für dich, das siehst du, das ja? Das Hauptgericht, ja. Hallo. Also. Saltimbocca heißt? Also Salto heißt Sprung. Salto, okay. Im Mund. Okay. Ja, und dieses kleine Springen in den Mund ist eigentlich ein kleines Kalbsschnitzelchen, was eben auch wieder ein luftgetrockneter Schinken, ein Salbeiblatt beinhaltet. Das wird ummantelt oder bedeckt mit dem luftgetrockneten Schinken. Hallo. Das ist der Fabio. Hi. Hallo. Das ist der Küchenchef, der zeigt dir das auch jetzt alles und macht es. Okay. Ja? Dann schaue ich mal zu. Gut, dann fangen wir mal an. Fabio, zeig doch mal den guten Fleisch her. Das ist Kalbsrücken? Ja. Super. Wo bekommt ihr denn euer Fleisch her? Ist das ein Kanal oder? Nee, das kommt vom Großhandel. Großmarkt. Ja. Das ist auch gutes Fleisch. Ja. Gar nichts. Natürlich bin ich ein Fan davon, wenn jeder seinen Lieferanten, seinen Produzenten kennt. Aber der Realismus ist ja woanders zu Hause. Der ist dann eben auch im Großmarkt. Und der Großmarkt bietet halt die volle Palette. Das heißt von Billigramsch bis zur Exklusivqualität. Ne? Und wenn du da vernünftig einkaufst, bekommst du genauso geiles regionales Zeugs. Das möchte ich mal gesagt haben. Ja, das ist halt, im Bocker ist ja fettfrei, gell? Das ist ja. Darf gar kein Fett drin sein. Kommt ja nachher Parmaschinken drauf, ja. Und Salbei. Okay. Ja. Nach dem Parieren wird das Fleisch in handliche Stücke zerteilt. Dann bekommt es eine ordentliche Abreibung mit dem Klopfer. Das wird jetzt gesalzen, gepfeffert. Okay. Und dann natürlich kommt der frische Salbei drauf. Dass Sie den frischen Salbei benutzen, finde ich super. Dieses Gericht habe ich in noch keiner Verkünstelung kennengelernt. Also ein degeneriertes Salbeiblatt oder getrockneten Salbei, Gott sei Dank noch nie. Also das gibt's nur so. Und natürlich frische Parmaschinken, frisch geschnitten. Und jetzt wird nochmal ein bisschen mit dem Fleischkleber draufgekloppt, dass es auch alles zusammenklebt. Gut, was passiert jetzt? Jetzt wird das dann irgendwie gebraten in Olivenöl, also in Rapsöl oder? Der Fabio macht das, der tut jetzt leicht melieren, okay. Dem Fleisch. Und dann tut er eine heiße Pfanne mit Olivenöl, der brät es immer mit Olivenöl. Okay. Und das Olivenöl ist nicht zu stark im Geschmack? Nee. Das passt zum Salbei. Das passt. Wieso hast du da jetzt Butter reingemacht? Damit Salbei von Suse. Für den Geschmack dann letztendlich. Für den Geschmack und, nicht so dunkel. Und damit es nicht alles so dunkel wird. Okay. Damit es schöne cremige Soße gibt. Okay. Ja. Noch ein guter Schuss Olivenöl und ein bisschen Brühe, dann ist das Saltimbocca auch schon fertig.
Mike hat zumindest genug gesehen. Prego, signori. So, das ist jetzt fertig? Ja. Okay, dann war ich jetzt live dabei. Es freut mich, dass ich das sehen durfte. Super. Es ist mein Gericht und dann freue ich mich schon, was dann auf mich zukommt. Ja, dann bis gleich. Vielen Dank. Okay, ja. Ciao. Ciao, Mike. Ciao, danke. Danke. Es ist nur ein bisschen Butter, Olivenöl, Weißwein abgelöscht. Man sieht die Cremigkeit der Soße, das liegt an dem Melieren dieser kleinen Kalbschnitzel. Ne? Somit hast du gleich die Bindung in der Soße. Setz hinter eigentlich. Ne? Wie schon bei Mike Süßer wird auch die Dorade live am Tisch filetiert. Und Mentor ist wieder da. Sehr geil. Also es war nicht eine einmalige Show, er macht es auch hier im Wettkampf geil. Also das Mentor, der Fisch filetiert, finde ich natürlich der Tick, wo bei manchen Restaurants fehlt. Das ist dieses Refer, wie er das gemacht hat, total professionell. Ich bin ganz begeistert über die Kommentare hier vom Alfredo, weil der weiß, wovon er redet. Und das macht der Mentor auch wirklich gut und das kommt hier auch gut an. Mal sehen, ob Alfredo die richtige Wahl getroffen hat. Mit dem Doradenfilet in Mandelkruste. Dazu gibt es Kartoffelgratin und Trüffel. Mein Fisch, super. Die Dorade, schön, glasig. Da gut Mandeln drauf, gell? Diese Weiche vom Fisch in Zusammenhang praktisch mit dieser getoastete. Und wenn du die zusammen kombinierst, hast du diese katschige und nachher diese fischige. Toll. Die Kartoffeln, super. Kann man richtig noch mal bestellen, sage ich. Vor allem mit den Trüffel. Hervorragend. Wenn du so einen Trüffel praktisch da aufbenötigst, dann ist das schon eine Explosion von Geruch. Und vom Geschmack her hast du diesen Edelpilzgeschmack. Vor allem ist es dieser Fisch und Terroir, was die hier zeigen. Mandel, Trüffel und die Kartoffel. Tolle Kombination. Ja, da haben wir eine Sensation gefunden in dieser Geschmack, was nicht jeden Tag geboten wird. Passt sehr gut, rund, harmonisch. Mandelkruste, Dorade ist doch mega, oder? Das Ding ist jetzt ist notiert. Ich rufe meinen Küchenchef schnell an. Das müssen wir mal wieder einbauen, ne? Weiter geht's mit Namensvetter Mike. Er hat sich für das Saltim Bocca Traditionale entschieden. Der Geschmack ist vom Kalbfleisch zart, mild. Das Salbei bringt so einen herben Geschmack, leicht würde ich sagen, herb-süßlich. Erfrischend. Ja. Ein bisschen entgegengesetzt, ne? Parmaschinken bringt dann die restliche salzige Geschmack dazu, also dass dann Aroma noch mal zusätzlich reinkommt und das ist alles dann eine perfekte Kombination. Ja. Es war nicht zu viel Parmaschinken, das so extrem schmeckt noch Schinken. Oder würzig, salzig. Salbei ist auch nicht zu viel rübergekommen. Dann habe ich die Nudeln, auch nochmal Gratelle mit Salbeiblättern. Mhm. Passt sehr gut dazu. Vollkommen al dente, also top gekocht. Mhm. Ist auch ein frisches Nudelgericht. Ja, super. Also passt dazu. Ist super einwandfrei und diese Weißweinreduktion, top. Also schmeckt wunderbar. Geil. Aus der Soße wird schon eine Reduktion. Sehr geil. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn hier der Mike nicht auf die italienische Essen geht. Kann das sein? Irgendwie. Die übrigen Feedbacks holt sich der Gastgeber persönlich ab. Das erste kommt von Marco. Er hat die Wildfangseezunge, dazu Taglioni mit Venusmuscheln bestellt. Mit Fisch habe ich noch deine Rechnung mit dir offen. Du hast meinen Fisch kritisiert und hast gesagt, der ist trocken. Und dann habe ich gedacht, ich bestelle jetzt Fisch bei dir. Und dann kommt der trockene Fisch und dann sage ich dir, das Ding, das ist mit einer der besten Fischgerichte, die ich seit langem hatte. Sauber, super. Ich habe schon gedacht, der gibt jetzt wirklich ihm eine Retourkutsche, aber nee, macht er. Lässt er sich nicht drauf ein. Sehr gut, Marco, Bombe. Was du hier gezaubert hast, das ist hohe Kunst. Da kriege ich Gänsehaut. Jedes einzelne, ich habe jetzt alles einzeln durchprobiert, ist perfekt. Die Pasta war mit Venusmuscheln angeschwenkt, mit diesen Tomaten, also das Ding war ein Gedicht. Und wenn du alles zusammen probierst, dann denke ich, vielleicht ist es zu viel. Vielleicht passt es nicht, vielleicht Olive und Kapern. Aber diese Limette, was überall, alles, jedes einzelne Ding war mit Limette dazu gewürzt, dass das in der Kombi ist ein Traum. Ich wusste es, dass die Seezunge eine Bombe sein wird. Also so wie der Mike Süßer gesagt hat, Explosion im Mund und so genau
ist es auch gekommen. Ja, das freut mich total. Es kann ja doch dann schon noch mal in der Wettkampfstimmung ein bisschen anders sein. Ne? Fehlt noch Michaelas Kritik zum Risotto von Funghi di Stagione mit verschiedenen Meeresfrüchten. Boah, schau mal hier, das Risotto, ne? Mit diversen Meeresfrüchten. Das schaut doch jetzt mal richtig, richtig gut aus. Ne? Schön saftig. Also mein lieber Mentor, auch dein Risotto ist schön al dente, wie es sein soll. Und die Fische auch, also auch jegliche Fischart, die du da reingebracht hast, die kleinen Mini-Tintenfische, alles sind al dente und genau gekocht auf dem Biss. Es ist ein Fischfond, super lecker, nicht überwürzt, genau richtig, sodass alle Note rauskommt. Die frischen Kräuter, sehr lecker. Es waren verschiedene Gewürze drin, also man hat es auch gesehen, dass frische Kräuter drin sind. Und es war perfekt auf den Punkt. Was ich aber bemängeln muss ein bisschen, finde ich, finde die Salatschüsseln sehr unpraktisch. Und der Salatplatz ist riesig. Also du kannst das so gar nicht essen. Salat ist auch eine Geschichte, das im Gesamten besser schmeckt, wenn man es auf eine Gabel, den Lollo Rosso, den Kopfsalat, vielleicht ein bisschen Karotte reinbekommt und dann Salatsauce, dann hat man auch die Vielfalt des Salatblattes, der verschiedenen Salatblätter. Und ein bisschen zu wenig Soße, weil, wie du siehst, es ist ziemlich trocken. Ich sehe es, dass es wirklich nicht mundgerecht ist und auch zu wenig Soße ist. Den Kritik nehme ich gerne entgegen. Sorry bitte dafür. Also ich muss jetzt eins sagen, ich finde den Mentor hier als Gastgeber auch sehr gut. Er ist fast demütig, er nimmt die Sachen an, er ist überhaupt nicht irgendwie angefressen. Ne? So kann's weitergehen beim Dessert. Dabei assistiert Marco. Mentor! Ja, servus, Marc! Hi! Alles klar? Ja, klar. Wie sieht's aus? Ja, jetzt machen wir die gefüllte Windbeutel. Jetzt kannst du noch alles versauen. Ja, gib dir Mühe. Dessert ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Das ist so das letzte i-Tüpfelchen. Das ist der letzte Moment, den du in deinem Kopf hast, wenn du rausgehst. Umso wichtiger ist, da nicht nachzulassen. Für den Brandteig vermischt Chefkoch Fabio zunächst Butter mit Wasser. Ja, jetzt brauchen wir Mehl. Ja. Soll ich mal holen? Gerne. Brauchst super. Du hier, oder? Ja, danke. Komm, ich hol dir dein Mehl. Das ist ja super. Oh. Vielen Dank. Sehr nett. Ja, alles klar. Auch mich, kein Problem. Kann ich machen, komm. Ja. Kein Problem. Ja, sobald sich der Teig vom Boden löst, folgt die nächste Komponente. Kein Problem. Jetzt komm, mach den Finish. So, danke, ja. Jetzt langsam inkorporiere Eier. So, machen wir die Eier drüben? Ja, natürlich. Also komm, dann gehen wir rüber. Frische Eier, ey. Wichtig dabei ist aber die richtige Temperatur. Das weiß auch Gastkoch Marco. Jetzt muss ich quasi abkühlen lassen, sonst stoppt es, oder? Das ist sehr warm. Wenn das natürlich heiß ist, dann stoppt es, dann flockt es. Darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Jetzt haben wir noch ein Ei übrig, oder? Nee, nee, passt. Vier? Passt. Drei nur heute? Drei Ei. Okay. Die Konsistenz ist jetzt perfekt und dann. Du hast jetzt gesehen, dass es nur das drei Eier reichen. Woran siehst du das genau? Von Farbe, bis ein Gelb kommt. Ja? Und das ist elastisch. Okay. Also, wie der Teig jetzt schön elastisch ist. Genau, und die Konsistenz. Genau, die Konsistenz. Der Mann steht auch eine Ewigkeit schon in der Küche, ne? Das sind jahrelange Erfahrungen, die auf den Stimmbändern da liegen. Routiniert formt Fabio noch kleine Kringel aus dem Brandteig und ab geht's in den Ofen. Also Marco, die dauern jetzt noch 10 bis 12 Minuten, dann müssen die noch abkühlen. Okay. 2-3 Minuten, deswegen dauert es zu lange. Wir haben was vorbereitet. Du hast was vorbereitet? Ja, ja, natürlich. Okay, das dauert einfach viel zu lange, bis es abgekühlt ist. Fabio, kannst du das bitte schon abholen? Ja, gerne. Ich danke dir. Okay, und die Füllungen machen wir ja auch selber. Macht ihr alles selber? Ja. Super, dann bin ich gespannt. Und deswegen kannst du dich überraschen lassen. Ja, so sehen sie fertig aus. Das wird jetzt noch angerichtet. Der Fabio macht es und dann Fabio, kommt ihr raus. Super geil. Souverän. Top Typ. Danke. Alles klar, ich warte draußen. Ich freue mich auf das sehr. Wir sehen uns gleich, gell? Super. Bis gleich, danke dir. Viel Spaß. Ja. Sehr schön. Mal was anderes, ne? Also nicht Tiramisu die 850. sondern hier, frischer Brandteig, ne? Damit Vorhang auf für den finalen Gang im L'Onore. Marco war bei der Zubereitung dabei, also darf er sie auch probieren. Die Windbeutel mit Erdbeer- und Vanillecreme. Erster Blick war ein bisschen wirklich bunte Sachen auf den Teller geschmissen, ja. Dass die Farbe da ist.
Und wenn du genau geguckt hast, keinen Sinn gemacht, einfach gehalten. Diese Schokoladenbremsspur da. Also ein Brandteig machen fällt schon unter einfaches Gericht. Eine Vanillecreme-Füllung fällt unter ein einfaches Gericht. Eine Erdbeerfüllung fällt unter ein einfaches Gericht. Wir brechen das runter auf eine Schokoladenbremsspur und damit ist es ein einfaches Gericht. Wir sehen hier ein Dessert, was viel Handwerk in sich trägt. Ja, zu den Windbeuteln muss ich leider sagen, sind geschmacklich sehr neutral. Die komplette Würze fehlt. Die Creme, die es eigentlich herausholen sollte, die ist sehr hausgemacht. Aber die Erdbeercreme hat überhaupt nicht diesen Erdbeergeschmack, wo wir wirklich sagen, wenn der Teig einfach ist und ich habe eine tolle Erdbeercreme, wo das unterstützt, sage ich gut, aber das hat es hier nicht. Die Vanillecreme ist hier überhaupt nicht schmeckbar. Bei dem ganzen Gericht hat allgemein der Pep gefehlt. Die Idee hat gefehlt, der Pep hat gefehlt, die Umsetzung hat gefehlt. Ja, das Dessert ist einfallslos. Bin ich dafür, kann ich fast keine Punkte vergeben. Du siehst eher, die Punkte schwinden bei dir, gell? Keine Ahnung, aber das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, dass man da keine Punkte für geben kann. Da ist Handwerk drin, da ist vielleicht die Creme dann einfach geschmacklich nicht gelungen. Das kann man so kommunizieren. Aber dass man dann noch den Satz hinterher schiebt, da kann man keine Punkte für geben. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Finde ich nicht. Weiter geht's mit einem italienischen Klassiker. Michaela hat sich für die Panna Cotta mit Waldfrüchten entschieden. Also ich habe ja das Panna Cotta gewählt mit einem Mangoschmus-Spiegel. Und habe mir jetzt auch die Maracuja so ein bisschen in die Panna Cotta gemacht, das so ein bisschen säuerlich ist. Passt Panna Cotta, ja, passt ganz gut, weil Panna Cotta ist ja so eher süße Milch mit Vanillegeschmack eigentlich. Oder Misane, ja, genau, Misane. Die Konsistenz von der Panna Cotta war gut, die war richtig gut. Also für 6,50 Euro finde ich jetzt fast schon ein bisschen zu teuer. 6,50 Euro in einem Glas, einer Tischkultur, wo ich noch Tischdecken habe, wo was in die Reinigung geht, wo ich Service habe, ist mehr als in Ordnung. Also ich würde es nicht mehr bestellen, weil es ist mir zu normal. Es ist war einfach nur Panna Cotta. War Panna Cotta. Panna Cotta ist eine Geschichte, das kann man mit vielem verbinden. Und das kann man vielleicht auch mit auch einem heißen Kirschen oder die man ansetzt mit ein bisschen ja, Zimt und Jahreszeit reinbringen. Ja, genau. Ja, das wäre doch. Wir sind doch hier nicht, um immer nur alles zu verändern. Es geht doch darum zu akzeptieren, wie jetzt gerade dieses Panna Cotta gerade angeboten wurde. Wie in einem Restaurant. Und dann freue ich mich drauf oder nicht. Alfredo freut sich hoffentlich auf seine Tortino al Pistacio di Bronte, also Pistazienkuchen mit Eis. Und das, was mir in diese das gereizt hat, wo ich Pistazien gelesen habe. Da will ich Pistazien sehen. Naja, bei einem Pistazientörtchen darf man auch Pistazien erwarten. Ne? Da musst du nicht mehr Italiener für sein. Wenn Pistazien draufsteht, will ich Pistazien drin haben. Ich sehe mehr dieses Schokotörtchen von mir als das Pistazientörtchen. Ist gefüllt von mit Pistazien, aber ist ein Schokoladetörtchen mit Pistazien. Und das muss geschrieben sein. Wenn du mir ein Schokoladetörtchen bringst und du füllst die Creme von Pistazien drin und schreibt es Schokoladetörtchen mit Füllung von Pistazien. Stopp. Wenn ich jetzt praktisch diese Früchte auftue, so, dann sage ich auf einmal, das ist ein Maracuja-Törtchen. Dann tue ich mal Passionfrucht drauf, das ist Passion-Törtchen. Das ist, nein, das ist leider nicht mein Ding. Ich habe das Gefühl, als wenn hier am Dienstag schon Taktik einkehrt. Und kommt mir so vor. Taktisches Handeln, sagt man in der Formel 1, oder? Mal sehen, ob auch Mike taktiert. Er hat Tiramisu mit Mascarpone und einem Schuss Likör geordert. Alles in Ordnung oder gibt es Anlass zur Kritik, Mike? Ich habe ein Tiramisu, was sehr leicht schmeckt, sehr locker gemacht ist. Aber leider sehr etwas wässrig, würde ich jetzt sagen. Das war noch weder nach Kaffee geschmeckt, noch nach Biskuit. Es war kein Widerstand da. Das war leider traurig. Mir hat die Süße gefehlt, der Kaffee gefehlt, das Temperament in dem italienischen Dessert, würde ich mal sagen. Der letzte Gang war für mich eine Enttäuschung gewesen.
weil aufgrund des ersten Gangs, des zweiten Gangs, habe ich da mehr erwartet. Und es tut mir leid für ihn, aber das war leider nichts gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir leid für euch, ne? Weil ihr wirkt auf mich jetzt schon sehr taktisch und das erst am zweiten Tag. Und wenn ich jetzt mal beurteile, was ich hier so sehen darf seit Jahren, war das optisch alles sehr schön. Es bleibt ein Blick auf die Rechnung. Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Marco, lass hören. 257,50 €. Wow. Wow. 215 Euro die Speisen. Okay. Ich finde, total fairer Preis. Ja. Qualität kann man nicht sagen. Preisstruktur, top. Liebe Reutlinger, Zeit für eure Punktevergabe. Ich sag euch, da kommt jetzt doch nicht so eine hohe Punktzahl zustande, wie ich gedacht habe. Hier kommen deine Punkte, lieber Mentor. 8. Ich denke, die Punkte sind von Michaela. Ich gebe dir 9 Punkte. 9. Die Punkte, denke ich, dass die von Marco sind. Ganz starke 8 Punkte. Okay, das ist ja doch alles in Ordnung. Nur einmal. Ich denke, die Punkte sind von Alfredo. 9 Punkte. Sehr gut. 9 Punkte von dem unmittelbaren Nachbarn, der auch ein italienisches Restaurant hat und auch waschechter Italiener ist, ist wie eine 10. Und die 8 Punkte, denke ich, dass es von Mike sind. 8 Punkte. Ich bin jetzt grundsätzlich 2x9, 2x8, bin wieder besänftigt, bin wieder zufrieden. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, beim Dessert driften sie mir alle ab und sind nicht mehr fair. Stimmt nicht. Ich nehme das auch gerne zurück. Danke, Punktzahl ist für mich okay. Damit heißt es nun Gleichstand zwischen Marco und Mentor. Die Punkte vom Profi gibt's wie immer am Ende der Woche obendrauf. Und morgen wird bei Michaela Bergfest gefeiert. Die einzige Dame der Runde hat hohe Ziele. Heute werde ich den Jungs zeigen, dass es Schilling am Bahnhof eine Haltestation wert ist. Oder wollen die Gäste den Bahnhof schnell wieder verlassen? Was mich halt jetzt stört, war zu fest. Oh. Das müssen wir uns anstrengen. Das bin ich auch. Ja, dann mal los, würde ich sagen.